Ich bin Obergerichtsvollzieher Lux, ich komme vom Amtsgericht Leipzig, ich habe einen Haftbefehl. Haben Sie einen Spion? Können Sie hier reinlesen. Gucken Sie mal. Haben Sie meinen Dienstausweis? Zu der Rechnungen sein, Mahnungen oder sogar Vollstreckungsbescheid. Man kriegt dann schon eine gewisse Panik, weil man nicht weiß, was passiert jetzt. Seit Jahren können immer mehr Menschen in Deutschland ihre Rechnungen nicht zahlen. Ja, es hat sich viel verändert. Ich weiß gar nicht, wann es das erste Handy gab. Smartphone gibt es jetzt seit 10 Jahren. Diese Art von Überschuldungsproblematik und Schuldenfallen, gerade für junge Leute, hatten wir früher gar nicht. Die Schuldenursachen sind vielfältig. Der Karl schickt mich zu euch, ja. Welche denn Nebenkosten nach 547 Euro. Ich weiß nicht, ich kann es im Moment nicht. Bei der Rente, was wir haben ja kein Einkommen sonst. Wieso geraten immer mehr Menschen in die Schuldenfalle? Wer ist betroffen und wie kommen sie wieder dort heraus? Wetzlar, etwa 70 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Hier ist Gerichtsvollzieher Michael Peller regelmäßig auf der Suche nach den Menschen, die in den Miesen stecken. Keine leichte Aufgabe. Immer wieder sucht er dafür auch den Kontakt zu Nachbarn. Der Herr, wo wohnt er dann? Der wohnt eigentlich im dritten, aber ich glaube, der ist in Therapie. Wo ist der dann? Im letzten Stand weiß ich, dass er irgendwo... Sagen Sie mir Ihren Namen noch, ich weiß Spahn. Spahn. Herr Spahn, ja. Bei dem letzten Stand weiß ich, dass der in Dings, in Mainz, glaube ich, war. Ist der immer noch fort? Der ist immer noch weg, ja. Na ja, gut, da muss ich gucken. Ja, danke. Das ist natürlich auch hier sehr schwierig, gell? Ja, weil keine Klingeln und so. Nee, es ist auch keine Zuordnung mehr. Da hat ja mal eine Zeit lang auch, da hat da mal auch die jeweils die Nummer dran gestanden von der Wohnung, aber genau. Das ist ja alles nicht mehr. Nee, dann schicke ich das zurück. Das ist kein Problem. Gell? Okay. Hier, vielen Dank. Machen's gut. Tschüss. Tschüss. Ihnen was, gell? Häufig steht Michael Peller vor verschlossenen Türen. Die sind an der Tagesordnung. Dass man Schuldner unter Umständen nicht findet, weil die Klingel nicht beschriftet ist und weil Nachbarn nicht mehr Bescheid wissen. Wir klingeln ja auch in aller Regel bei Nachbarn und versuchen uns da Erkundigungen einzuholen. Aber das ist natürlich im städtischen Bereich mehr oder minder schwer. Es scheint wie ein Kampf gegen Windmühlen für Peller und seine Kollegen. Denn in Deutschland haben sich zahlreiche Menschen verschuldet. Mehr als 6,8 Millionen und damit knapp jeder Zehnte gelten dabei sogar als überschuldet. Das heißt, sie können auf Dauer ihre Rechnungen nicht zahlen und besitzen keinen Gegenwert zu ihren Schulden, wie beispielsweise ein Haus. Durchschnittlich hat jeder von ihnen Schulden in Höhe von über 34.000 Euro. Das Gesamtvolumen dieser Schulden beträgt rund 235 Milliarden. Geld, das die Leute, bei denen die Schulden gemacht wurden, wieder zurückhaben wollen. Als Gerichtsvollzieher arbeitet Michael Peller im Dienste der Gläubiger, also derjenigen, bei denen die fast 7 Millionen Deutschen in der Kreide stehen. Michael Peller soll dafür sorgen, dass die Gläubiger wieder an ihr Geld kommen. Auf dem Weg zum Einsatzort. Ja, mich hat ein Gläubiger beauftragt mit der Beitreibung von Nebenkosten. Es ist der Vermieter. Die Eheleute Hofmann haben wohl die Nebenkosten nicht gezahlt. Und da werde ich jetzt versuchen, diese zu realisieren. Ob wir die Forderung jedoch realisieren können, das weiß ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt halt noch nicht. Ein Mehrfamilienhaus in Wetzlar. Hier wohnen die Eheleute Hofmann seit einigen Jahren. Michael Peller war als Gerichtsvollzieher schon in anderen Angelegenheiten hier, denn bei dem Rentner-Ehepaar mit 8 Kindern war das Geld schon immer knapp. Ich habe... Bitte schön, treten Sie ein. Kommen Sie näher. Dankeschön. Ich will erst mal meinen Pullover anziehen. Doch als Mitte 2013 ihr kleines Haus abbrannte, verloren sie auch noch das Wenige, was sie hatten. Mit gespendeten Möbeln und Kleidungsstücken starteten sie mühsam einen Neuanfang. Dabei fehlt es an allen Ecken und Enden. Auch die Miete macht ihnen zu schaffen. Der Karl schickt mich zu euch. Ja. Welche denn Nebenkosten? Nach 547 Euro. Ich weiß nicht, ich kann es im Moment nicht. Ich kann nur auf Rate bezahlen, anders geht's nicht. Ja. Was wäre dann drin an Rate? 50 Euro.
Mehr kann man nicht bezahlen. Es ist bei der Rente, was wir haben. Wir haben ja kein Einkommen sonst. Ich habe jede Menge Medikamente. Ja, brauche ich. Trübe ist ja alles zu sehen. Ja, wann könnt ihr dann die erste Rate bezahlen? Jetzt am 1. Ja. Das müsste dann halt regelmäßig sein. Ja, ich mache einen Dauerauftrag. Ja. Ich gebe einen Trank bei Nachbar und dann mache ich einen Dauerauftrag. So, trotzdem muss ich erst mal die Wohnung gucken. Ich muss ja mal sehen, was da ist. Da müssen wir erst mal gucken. Also Fenster habt ihr ja nichts, so wie ich das sehe. Ist alles zum Teil Quapp oder irgendwas, was mir geschenkt haben könnte. Na ja, dann lasst mich mal gucken und dann ziehen wir weiter. Geht durch, wenn der Leiter braucht, draußen im Flur. Ja. Da ist Leiter. Das gehen Sie mit. Wir können doch mitgehen. Der Heinz, ich gehe nicht mit, ich kann nicht. Ich hab gerade mitgenommen. Na ja, wir gucken mal dann. Ja. Als Gerichtsvollzieher entscheidet Michael Peller persönlich, ob Dinge gepfändet werden oder nicht. Gut, also hier haben wir nichts. Dann zeigen wir mal das nächste Zimmer. Ja. Wenn die Kosten von Transport, Lagerung und Versteigerung der gepfändeten Dinge größer sind als der zu erwartende Erlös, lohnt sich eine Pfändung nicht. Auch Lebensmittelvorräte, die den Bedarf von 4 Wochen decken, dürfen die Hofmanns behalten. Das Bett oder der gebrauchte Fernseher, wirklich wertvoll und damit pfändbar ist hier nichts. Hier oben sind meine Medikamente alles. Ja. Alles, was ich brauche. Ja. Also wir kriegen das schon hin mit der Ratenzahlung. Da mache ich jetzt mein Protokoll. Ja. Machen wir ein Ratenzahlungsprotokoll im Anschluss und dann wird das so gemacht. Für die Hofmanns der einzige Weg, ihre Schulden zu reduzieren. So. Wollen wir das dann so machen? Wie ich mache mein Protokoll. Ja. Ja, und dann kriegen wir das auch. Ja. Sie müssen halt nur regelmäßig, müssen Sie ja nicht bezahlen. Ja, genau. Ich mache einen Dauerauftrag, gehe das 100%ig ab. Angetroffen habe ich die Frau Hofmann höchstpersönlich. Ja. Die Frau von und zu. Auf und davon. Hätte man gern, ja. Wir sind nur normal. Jetzt könnt ihr nichts bezahlen. Zum 1. dann aber. Am 1. Jahr. Aber da verlasse ich mich drauf. Da kriege ich erst Rente. Ja. Das bisschen Rente, was wir kriegen. So, was kriegen Sie dann an Rente? Wie viel ist das dann? 525 Euro. Und ich habe? 880, glaube ich. Gibt es auch 1,5% mehr. Da können wir ja ein richtiges Fass aufmachen. Für 800. Seid froh, dass überhaupt was mehr gibt. Für 47 Jahre Arbeit. Wie, für 47 Jahre Arbeit? Ja. Grundbesitz haben Sie jetzt nichts mehr? Nein. Also, zu zweit, wie viele Zimmer habt ihr? 3 Zimmer, Küche und Bad. Ja. So, und dann habt ihr hier nur, Frau Hofmann, für Sie und Ihren Mann notwendige Kleidungs- und Wäschestücke, ein Hausrat und Küchengeräten, die alles der Verschuldung angemessenen, bescheiden Lebensführung notwendigen Sachen. Also, auch das ist angemessen. Ja. Alles. Berufstätigkeit gibt es nicht mehr. Vorräte in geringem Umfang? Nein. Also, die Schuldnerin versicherte glaubhaft, die Forderung in Raten zahlen zu können. Ja. Glaubhafte Versicherung, das ist so ein Paragraph. Ja. Ja, aber Sie halten sich dran. Ja. Okay, Frau Hofmann, dann kriege ich 2 Unterschriften von Ihnen. Kommen Sie gerade mal. So, dann sind wir fertig für heute. Wenn die Hofmanns trotz der Vereinbarung nicht zahlen können und sich der Gläubiger wieder an Michael Peller wendet, muss er nochmal ausrücken. Und das Spiel beginnt von vorne. Gut, das dürfen Sie nicht zu nah an sich rankommen lassen, sonst ist man da der verkehrte Mann oder die verkehrte Person am verkehrten Platz. Ja, das muss man schon mit der nötigen Differenz sehen. Man muss das auch so sehen, hier wurden Nebenkosten, es sind ja entstanden, hier wurde ja auch was verbraucht. Hier wurde Energie verbraucht, hier wurde Wasser verbraucht, wurde Warmwasser verbraucht. Das muss man auch mal aus dieser Warte sehen. Und der Gläubiger hat das ja vorfinanziert, wenn man so möchte. Fest steht, immer häufiger geraten ältere Menschen wie die Hofmanns in die Schuldenfalle. Zwischen 2013 und 2016 stieg die Zahl der überschuldeten Rentner um fast 60% an. Doch die bei weitem meisten Schuldner sind zwischen 30 und 40 Jahre alt. Fast 2 Millionen junge Erwachsene sind betroffen. Berlin.
Bereits in jungen Jahren hat sich Mandy Ramm verschuldet. Ein Kredit für die Ausbildung an einer privaten Kosmetikschule, Stromrechnungen und Handyverträge. So haben sich bei ihr Schulden von rund 12.000 Euro aufgetürmt. Mandy hat einen Teilzeitjob in einer Pension. Zusätzlich gibt es Geld vom Sozialamt. Nicht einmal 600 Euro monatlich kommen so zusammen. Eine eigene Wohnung hat Mandy nicht. Sie lebt bei Freunden oder übernachtet in der Pension. Im Alltag muss sie sich einschränken. Das fällt ihr schwer. Was am schlimmsten für mich ist, ist shoppen gehen. Darauf muss ich verzichten. Mache ich nicht immer. Dann verzichte ich sogar manchmal lieber irgendwie auf Essen und Trinken. Leider bin ich da so. Und auf vieles muss man verzichten. Man kann nicht jeden Tag was unternehmen. Man kann nicht mal eben schnell, auch Kaffee und Kuchen kostet mal eben schnell zusammen 10 Euro. Ist alles teurer geworden. Und man muss vieles zurückstecken. Eigentlich kann man nicht viel machen in seiner Freizeit, wenn man welche hat. Weil das bisschen, was reinkommt, muss man halt sehen, dass man das Wichtigste davon holt. Mandy Ramm will runter von ihrem Schuldenberg und hat einen Termin bei einem Schuldnerberater. Kein leichter Schritt, die Schulden vor einer fremden Person offen auf den Tisch zu legen. Es ist halt für einen selbst immer unangenehm, über seine Schulden zu sprechen, weil man weiß, man ist halt schon selber dran schuld. Es ist deswegen nicht so ein schönes Gefühl. Die öffentlich geförderten, gemeinnützigen Schuldnerberatungen wie die von der Caritas sind seriös und kostenfrei. Und sie sind ein wichtiger erster Schritt, um den Schuldenberg abzubauen. Dafür muss sich Schuldnerberater Carlo Warmann zu Beginn einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben verschaffen. Dann würde ich gerne so einen kleinen Haushaltsplan mit Ihnen machen. Mhm. Ja, Sie haben ja schon gesagt. Aber jetzt nicht putzen und kochen, sondern... Nein, das nicht. Das dürfen Sie alleine machen. Können Sie ja bei mir unterstützen, tätig werden. Sie haben ja schon gesagt, Minijob 465 Euro und Arbeitslosengeld 2 ergänzend. Mhm. Diese 577 Euro ist das, was Sie als Einkommen haben. Mhm. Keine weiteren Einkommen. Und dann brauchen wir ja kaum einen Haushaltsplan machen, ist ja eh nichts da. Mhm. Was zahlen Sie denn an Telefonkosten, Telefon, Handy? Handy habe ich im Vertrag mit 35 Euro monatlich. Mhm. Reicht das aus oder kommt da noch was zu? Manchmal ist es ein bisschen mehr, aber nicht mehr als 10 Euro. Manchmal sind es um die 48 Euro. Meistens um die 48, also doch ein bisschen mehr. Ja. Okay. Haben Sie sonst bestimmte Ausgaben, über die man reden muss? Irgendwelche Lebensversicherungen oder irgendwelche Hobbys, Freizeitgeschichten, die ja, Sie extra ausgeben? Fitnessstudio, zweimal leider, weil eins ist schon gekündigt worden, aber läuft noch. Okay. Muss noch bis Vertragsende bezahlt werden. Das also sind es aktuell zwei Fitnessstudios. Das heißt, wie viel zahlen Sie da? Einmal 25 und einmal 20. 45 Euro. Dann Lebensversicherung, zahle ich 20 Euro jeden Monat. Mhm. Ja. Und das war's. Ein Vollstreckungsbescheid. Mhm. Happy System, Eastbank ist auch, ist das nicht auch ein Fitnessstudio? Eastbank Club, ist das der Betrag, wo Sie zweimal abzahlen oder ist das jetzt nee, noch ein das drittes gehört gar Fitnessstudio? Nicht dazu. Das ist auch so eine Sache, die ich überhaupt nicht einordnen kann. Weil ich bin bei McFit und bei CleverFit. Die Namen kenne ich ja, wo ich bin. Und das sagt mir gar nichts. Carlo Warmann muss herausfinden, bei wem Mandy Ramm alles in der Kreide steht. Alle Gläubiger muss Warmann kontaktieren. Das Ziel? Mit ihnen einen Plan auszuhandeln, bei dem Mandy Teile ihrer Schulden innerhalb von 6 Jahren zurückzahlt. Ja, sonst weiß ich, dass bei 1 und 1 noch was offen ist. Mhm. Aber die Rechnung habe ich jetzt nicht mit, weil ich war ja wegen dem Umzug habe ich ja nicht alle unter. Genau, können Sie nachliefern, ist jetzt so schlimm. Wie viel brauchen? Wie viel ist das ungefähr? Waren auch um die 200, 300 Euro. Okay. Und den Kreditreform von meiner Ausbildung, das waren 10.000. Noch weitere Schulden? Nichts, was mir jetzt einfällt. Okay. Okay. So, das heißt, wir haben hier ungefähr 12.000 Euro Schulden. Und das bei einem Einkommen von gerade mal 500 Euro, 570 Euro. Damit kann man nur gar keine Schulden abbezahlen. Wenn das, wie gesagt, bei dem geringen Einkommen bleibt, können wir nur einen sogenannten flexiblen Nullplan anbieten. Das heißt zurzeit nichts. Aber ich weiß ja nicht, was in den nächsten 6 Jahren passiert. Wir hoffen noch, dass sie in Arbeit kommt und doch vielleicht auch fändbares Einkommen erzielt. Und dann würde man alles Fändbare anbieten, inklusive der 500 Euro, die jetzt noch auf der Lebensversicherung sind.
Ja, vielleicht kann man auch dann erreichen, dass sie vorzeitig nach 5 Jahren aus dem Verfahren aussteigen kann, wenn alle Kosten gedeckt sind. Ein scheinbar sehr mühsamer Weg. Doch wie realistisch ist er? Und wo liegen die Gründe und Ursachen für Mandys Schuldenberg? Ja, es hat sich viel verändert. Ich weiß gar nicht, wann es das erste Handy gab. Smartphone gibt es jetzt seit 10 Jahren. Diese Art von Überschuldungsproblematik und Schuldenfallen, gerade für junge Leute, hatten wir früher gar nicht. Die Werbung ist viel aggressiver als in den 60er und 70er Jahren. Es ist ganz was anderes. Und wenn dann eben noch die Finanzkompetenz fehlt, sowohl in den Elternhäusern als auch in den Schulen nicht vermittelt wird, haben wir grundsätzlich ein Problem. Doch fest steht, nicht ein ungebremstes Konsumverhalten ist die häufigste Schuldenursache, sondern Arbeitslosigkeit. Als weitere Ursachen gelten Erkrankungen, Scheidungen, Unfälle, Suchtprobleme, gescheiterte Selbstständigkeit und unwirtschaftliche Haushaltsführung. Leipzig. Hier ist Michael Lux seit mehr als 20 Jahren als Gerichtsvollzieher unterwegs. Zusammen mit einer Kollegin will er für einen Gläubiger herausfinden, wie hoch das Vermögen eines Schuldners ist. Mehrfach wurde er aufgefordert, eine sogenannte Vermögensauskunft abzugeben. Jetzt nimmt Lux selbst das Heft in die Hand. Notfalls soll ihm ein Schlosser dabei helfen, in die Wohnung des Schuldners zu gelangen. Zunächst hilft aber ein freundlicher Nachbar. Wir danken Ihnen. Wir müssen bloß mal ins Haus. Danke. Über das erhoffte Vermögen des Schuldners will der Gläubiger an sein Geld kommen. Eine Krankenkasse, eine gesetzliche, ca. 7.700 Euro. Und auch hier wieder ein Termin zur Vermögensauskunft versäumt. Mit der Folge, dass es ein Haftbefehl erlassen wurde. Hier ist Obergerichtsvollzieher Lux, Amtsgericht Leipzig. Machen Sie bitte mal auf. Ich komme jetzt rein mit dem Schlosser, ja? Machen Sie bitte mal auf. Was sich hinter der Tür verbirgt, wissen Michael Lux und seine Kollegen nicht. Manche Schuldner sind einfach nicht zu Hause. Andere öffnen die Türe nicht, aus Furcht oder in der Hoffnung, dass der Gerichtsvollzieher wieder abrückt. So, jetzt gucken wir mal. Mit Vorsicht. Auch Leichen haben Michael Lux und sein Team hinter solch verschlossenen Türen schon entdeckt. Oh oh. Ich hoffe mal nicht, dass das echte sind. Was echte? Waffen. Das sind echte, ne? Na, halt mal nicht bitte. Das kann nichts echtes sein, ne? Nein, das ist ein echter. Das würde doch schon kaputt gehen beim ersten. Das tut sich. Und sie braucht ja sowas? Oder ist das hier für. Das wäre ein Öko. Für Paint? Nee, ne? Also, ich denke, das gehört eher in die Kategorie Spielzeug. Ich würde jetzt auch ein normales Luftgewehr mit 4,5 mm. Ja, Diabolo-Geschoss oder so würde ich jetzt auch nicht mitnehmen. Da der Schuldner noch nicht anwesend ist, schaue ich bei der Gelegenheit gleich nach, ob ich fändbare Masse finde. Oder Hinweise auf einen Arbeitgeber oder andere Kontoauszüge, also andere Vermögenswerte. Ne? Was ist denn das hier? Ist das nicht ein Verstärker? Ist das ein Verstärker, oder? Und nicht mehr als 50, 60, oder? Fändbare Masse findet Michael Lux nicht. Währenddessen wird auch ein neues Türschloss eingebaut. Ich hinterlasse jetzt quasi die Nachricht für den Schuldner, an dessen Tür und im unmittelbaren Anschluss werden dann die Schlüssel beim Polizeirevier quasi hinterlegt. Dort kann sich der Schuldner die Schlüssel abholen. Michael Lux hofft, so an den säumigen Zahler und die Vermögensauskunft zu kommen. Allerdings kann der Schuldner auch selbst mit einem eigenen Schlüsseldienst wieder in seine Wohnung gelangen und das Spiel beginnt von neuem. Okay. Musik.
Nur noch selten entdecken Gerichtsvollzieher bei ihren Schuldnerbesuchen Gegenstände, die sie pfänden. Aber hin und wieder klebt Michael Lux sein Pfandsiegel auf lukratives Pfandgut. Es wird relativ wenig gepfändet. Laut den registrierten Versteigerungen, und das ist immer so ein Symptom, liegt die Quote bei unter 1%. Das ist wirklich wenig. Was wird gepfändet? Vor allen Dingen Dinge, die keiner so auf dem Plan hat. Also Modelleisenbahnen sind zum Beispiel Dinge, die man so im ersten Denken gar nicht vermuten würde. Um diese für den Gläubiger zu versteigern und zu Geld zu machen, nutzt Michael Lux auch eine Alternative und versteigert sie online. Über die Plattform Justizauktion. Die Modelleisenbahnen, die wir jetzt eingestellt haben bei der Justizauktion, sind vor allen Dingen limitierte Serien, die also besonders werthaltig sind. Diese Werte entsprechen in aller Regel so zwischen 1.500 und 4.000 Euro das Stück. Der Preis wurde über eBay ermittelt, das heißt, wir haben also geschaut, oder von anderen Verkaufsbörsen, also nun, ja, hier branchenspezifischen Börsen. Manchmal hilft auch dann der Kontakt zum ortsüblichen Händler, um zu erfahren, was dann so für Preise üblich und machbar sind. Die Plattform Justizauktion ist eine Art eBay für Gerichtsvollzieher und Staatsanwaltschaften. Eine Alternative zu den Präsenzversteigerungen, bei denen die Dinge vor Ort unter den Hammer kommen. Um das Pfandgut über das Internet zu versteigern, müssen die Gerichtsvollzieher Bilder der Gegenstände mit einer Beschreibung auf die Plattform stellen. Von Kleidung über Möbel bis hin zum Gabelstapler findet man hier alles. Der große Vorteil der Internetversteigerung ist die hohe Reichweite im Vergleich zu den klassischen Versteigerungen vor Ort. Ich habe dort alles Mögliche versteigert, unter anderem auch 1000 High Heels. Deswegen weiß ich, das Massengeschäft ist dort nicht gut aufgehoben. Ne? Da sind auch noch Fehler meinerseits passiert, als ich bei der Pfändung quasi die High Heels dann allesamt mitgenommen habe, ist mir der Unterschied zwischen rechts und links nicht ganz so aufgefallen. Ergo bekam dann im Rahmen des Versandgeschäftes dann auch diverse Fragen, nur linke oder nur rechte Paare. Das war natürlich nicht so ganz gewollt. Das kann passieren. Doch Lux und seine Kollegen dürfen noch längst nicht auf jeden wertvollen Gegenstand ein Pfandsiegel kleben. Lebenswichtiges soll den Schuldnern erhalten bleiben. Was das ist, hat sich über die Jahre gewandelt. 1879 wurden erstmals pfändbare und unpfändbare Gegenstände gesetzlich geregelt. Dem Schuldner sollte demnach eine Milchkuh bleiben. 1934 wurde das Radio als unpfändbar erklärt. 1977 war es der Fernseher, der als unpfändbar galt. Und 2011 folgte der Computer. In Sinsheim-Hoffenheim wohnt einer, der Anfang 30 in die Schuldenfalle geraten ist. Christian Lemkes Traum war die Selbstständigkeit. Als er sich 2008 über Franchise-Angebote informierte, fiel ihm eine Firma aus der Schweiz auf, die Werbeflächen auf Kassenbons verkauft. Eine Idee, die in Deutschland völlig neu war und mit der Christian Lemke hier schnell Kasse machen wollte. Wie heißt es schön? Gier frisst Hirn, so manchmal. Und ich habe es ein bisschen euphorisch gesehen. Ich habe einfach gedacht, Mensch, das ist die Idee meines Lebens, damit kann ich jetzt richtig Geld machen und kann auch ich mir richtig was Eigenständiges aufbauen. Doch der Erfolg blieb aus. Als die Franchisegeber erkannten, dass Christian Lemke den angesetzten Gewinn nicht erwirtschaften kann, kündigten sie seinen Vertrag. Lemke sollte für die entstandenen Unkosten und entgangenen Gewinne der Franchisegeber aufkommen. Nun hat er Schulden von rund 100.000 Euro und eine kleine Familie. Sagen wir mal, ich bin ein bisschen preissensibler geworden insgesamt. Man achtet schon ein bisschen drauf beim Einkaufen. Muss es jetzt sein, muss es nicht mehr sein? Früher bin ich in jede zweite Fortbildung gegangen, einfach so, weil ich gedacht habe, das macht mir Spaß, darauf habe ich Lust. Fährt man einfach alles ein bisschen zurück. Trotz des hohen Schuldenbergs will Christian Lemke nicht seinen Lebensmut verlieren. Kraft geben ihm dabei auch seine kleine Tochter und seine Freundin. Ich habe ihn ja so kennengelernt. Jeder macht Fehler. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, du hast 100.000 Euro Schulden und ich verlasse dich. Sondern ich stehe hinter ihm. Er hat es ausprobiert und ich denke, jeder Mensch macht Fehler. Von daher stehen wir das gemeinsam durch. Also es kann nicht schlimmer werden, als es schon ist. Fest steht, Christian Lemke braucht eine Lösung. Doch wie könnte die aussehen?
Wie wird er seine Schulden wieder los? Zurück in Berlin. Bei der Schuldnerberatung der Caritas muss Carlo Warmann erstmal versuchen, mit den Gläubigern von Mandy Ramm eine Einigung zu erzielen, um die rund 12.000 Euro Schulden zu tilgen. Doch es deutet sich bereits ein weiterer Schritt an. Also wenn Sie es über einen langen Zeitraum nicht abzahlen können, weil die Zinsen laufen ja auch weiter, ich müsste mir dann noch mal die Verträge angucken, was da drin steht. Gerade bei den 10.000 Euro, wie hoch der Zinssatz ist und so weiter, was kommt da jeden Monat noch drauf? Ob sich das irgendwie lohnt, in Ratenzahlungen irgendwie das abzutragen. Aber es könnte sein, dass das lebenslang dauert und man kommt nicht runter. Und wenn das der Fall wäre, dann würde ich Insolvenzverfahren vorschlagen, Verbraucherinsolvenzverfahren. Aber das müssen wir mal im Einzelteil prüfen, damit wirklich alle Unterlagen da sind. Also der nächste Schritt wäre quasi, dass ich die restlichen Unterlagen zusammen... Genau, wir machen auch hier jetzt nochmal einen Termin überhaupt, dass wir dann irgendwie, oder Sie rufen mich an, wenn Sie die Unterlagen alle zusammen haben, machen Sie erstmal Ihren Umzug. Pfändbar sind Sie nicht, Pfändungsschutzkonto haben Sie, da kann nichts passieren. Vermögensauskunft haben Sie abgegeben, also sind Sie erstmal gesichert und geschützt. Aber wenn irgendwie die Gläubiger drängen und dauernd anrufen und das nervt und Sie wissen nicht, was Sie machen sollen, melden Sie sich hier und machen wieder einen Termin und schauen wir weiter. Dankeschön. Gut. Mandy Ramm hat wieder eine Perspektive. Und das wenige Geld, das sie verdient, ist auf ihrem Girokonto, das bereits als Pfändungsschutzkonto bei der Bank geführt wird, vor Pfändungen sicher. Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl nach Hause, wieder was dafür getan zu haben gegen meine Schulden. Klar, es ist ein Zeitraum, der für einen selbst sehr lang vorkommen wird. Aber im Gegensatz dazu, wenn man manchmal vielleicht aus eigener Tasche die ganze Zeit zahlt, ohne eine Unterstützung. Und das würde wahrscheinlich mein Leben lang dauern. Und es ist eine gute Entscheidung gewesen, das wieder einzuschlagen, den Weg. Wir bekommen ja jeden Tag neue Leute, die hierher kommen. Und viele von denen sind völlig verzweifelt. Und wenn ich denen durch das Gespräch und die Handlungsmöglichkeiten einen Weg zeigen kann, aus der Überschuldung raus, und dass ich ihnen sage, ich übernehme ihren Schriftverkehr, ich entlaste sie, das ist für die einfach ganz großartig. Die haben plötzlich jemanden an der Seite, der ihnen konkret hilft, nicht nur irgendwas erzählt oder was man in der Zeitung liest oder im Fernsehen sieht, sondern jetzt ist tatsächlich einer da, der hilft tatsächlich ganz konkret und ist sofort spürbar und erfassbar und gibt mir auch einen Weg der Entschuldung. Das dauert zwar, sicher, und da muss man auch Geduld haben, es wird auch Rückschläge geben, aber es ist ein Weg da, es ist ein Ziel zu sehen. Und das ist für mich großartig, dass ich das kann. Und auch die Wesensveränderung der Klienten ist für mich einfach toll. Und ich weiß gar nicht, in welchem Job ich so viel Dank erfahren würde wie hier. Ja. Das ist schon klasse. Klar ist, für Mandy Ramm ist es noch ein weiter Weg. Der Teilzeitjob als Zimmermädchen in einer Berliner Pension macht ihr Spaß. Doch ihr Traum ist ein eigener Bekleidungsladen, wenn sie schuldenfrei ist. In Schöffengrund bei Wetzlar hat Gerichtsvollzieher Michael Peller sein Büro. Einen Großteil seiner Arbeitszeit verbringt er am Schreibtisch, um Schuldner und Gläubiger anzuschreiben. Dennoch, gerade der persönliche Kontakt zu den Menschen ist es, den Peller so sehr schätzt. Dabei will er für Gläubiger wie Schuldner im gleichen Maße da sein und beiden zu ihrem Recht verhelfen. Ich bin ja auch nur das Exekutivorgan, das Vollstreckungsorgan. Und ich sage immer, derjenige, der Schulden hat, der weiß ja, dass er Schulden hat. Und der kann ja heutzutage, gibt es jedweder Möglichkeiten, Ratenzahlungen zu machen. Er kann sich mit dem Gläubiger im Vorfeld in Verbindung setzen. Er kann selbst bei uns eine Ratenzahlung leisten im Rahmen der gütlichen Erledigung. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Ich persönlich lasse das auch gar nicht so weit an mich rankommen. Gerichtsvollzieher wie Michael Peller und seine Kollegin sind Beamte, die zwar dem Amtsgericht zugeordnet sind, aber ein eigenes Büro führen müssen. Michael Peller hat keine festen Arbeitszeiten, die er einhalten muss. Er muss einfach die Arbeit erledigen, die anfällt. Und die holt er sich regelmäßig am Amtsgericht in Wetzlar ab. Morgen. Morgen. Moin. So, da wollen wir mal ablegen. Hier gehen sämtliche Aufträge der Gläubiger ein. Antrag auf Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Wohnt er bei mir im Bezirk? Warte mal. Der wohnt bei mir, ja. Nee, das ist für Antrag. Ja.
Jeder Gerichtsvollzieher hat einen eigenen Bezirk, den er bearbeitet und in den die jeweiligen Aufträge fallen. Michael Peller ist seit fast 30 Jahren Gerichtsvollzieher. Ein Job, in dem er schon einiges erlebt hat. Mein prägendstes Erlebnis war eine Kindeswegnahme im Rahmen eines Eildienstes. Da habe ich mal 5 Brüder der Mutter wegnehmen müssen. Im Auftrage des Jugendamtes. Dieses Jammern und Wimmern, das vergesse ich mein ganzes Leben nicht. Aber die Mutter war Alkoholikerin. Zu allem Unglück hatte die eine Schusswaffe. Der älteste Sohn hatte den Schlüssel zur Wohnung, sodass der Überraschungseffekt auf unserer Seite lag. Ja, dass die sich gar nicht erst vorbereiten konnte. Wir haben dann auch 2 Kollegen von der Polizei haben die Waffe gesucht im Schlafzimmer. Ich habe der Mutter den Beschluss zugestellt und habe ihr halt gesagt, dass die Kinder weg müssen. Dann war für mich dieser Tag auch erst mal gehalten. Wenn die rund 4.400 Gerichtsvollzieher, die es in Deutschland gibt, im Außendienst sind, wissen sie nie genau, was sie erwartet. Dabei drohen manchmal auch Konflikte und Gefahren. So kann es bei Hausbesuchen auch immer wieder zu Handgreiflichkeiten kommen. Aber auch Tragödien gab es bereits. Beispielsweise 2012, als ein Gerichtsvollzieher in Karlsruhe erschossen wurde. Oder 2016, als ein Kollege von Michael Peller in Gelnhausen in der Nähe von Frankfurt am Main angeschossen und schwer verletzt wurde. Ich kann die Vollstreckung jetzt nicht komplett ruhen lassen. Natürlich kann man das nur ein Stück weit ausblenden. Natürlich denkt man, das könnte dir jetzt auch passieren oder das hätte dir auch passieren können. In Leipzig ist Michael Lux mit einem Haftbefehl in der Tasche unterwegs. Der soll eine Schuldnerin dazu bewegen, die Vermögensauskunft abzugeben. Hier hat die Schuldnerin wohl knapp 400 Euro Versicherungsbeiträge nicht gezahlt. Ne? Und auch hier wird er einen Termin zur Vermögensauskunft unentschuldigt verstreichen lassen. Hier versuchen wir jetzt im Rahmen der Erzwingungshaft zu dieser Vermögensauskunft zu kommen. Was wird Gerichtsvollzieher Lux diesmal erwarten? Wenn sich die Schuldnerin widersetzt, kann Michael Lux sie tatsächlich mit Hilfe der Polizei so lange ins Gefängnis bringen, bis sie die Vermögensauskunft abgibt. Müssen öffnen. Dann ein Lebenszeichen auf der anderen Seite der Tür. Hallo. Wie immer. Hier ist Lux, Gerichtsvollzieher. Machen Sie wieder mal auf. Natürlich können Sie aufmachen. Ich bin Obergerichtsvollzieher Lux. Ich habe vom Amtsgericht Leipzig, ich habe einen Haftbefehl. Haben Sie einen Spion? Können Sie hier reinlesen. Gucken Sie mal. Haben Sie meinen Dienstausweis? Sehen Sie den? Die Beharrlichkeit zahlt sich aus. So, Frau, haben wir uns angezogen? So. Michael Lux gelingt es schließlich, die Vermögensauskunft für den Gläubiger einzuholen. Doch an sein Geld wird der trotzdem erstmal nicht kommen. Die Schuldnerin ist Hartz-IV-Empfängerin. Auch eine Ratenzahlung kann sie im Moment nicht leisten. Die Klientin war mehr oder weniger aufgeregt. Ne? Sie hat die Situation jetzt nicht so im Griff gehabt. Sie hat auch diesen Termin letztendlich einfach nur versäumt und musste jetzt erstmal ein bisschen beruhigt werden. Ruhe und Gelassenheit, die auch hier bei der Agentur für Arbeit in Heidelberg hilfreich sind. Christian Lemke ist auf der Suche nach einem neuen Job. Nach der gescheiterten Selbstständigkeit hat er noch keine langfristige Anstellung gefunden, bei der er genug Geld verdient, um seine Schulden abzubezahlen. Ich suche mir den Arbeitgeber jetzt ein bisschen gezielter aus, dass es einfach von der Chemie besser passt. Ich habe jetzt oft mir Jobs ausgesucht, wo es nur ums Geld ging, gerade wegen meiner finanziellen Situation. Aber jetzt will ich halt schauen, dass es auch mal längerfristig was Sicheres ist, wo mir dann auch langfristig Spaß macht. Um von seinem Schuldenberg von rund 100.000 Euro runterzukommen, will Christian Lemke jetzt den letzten Schritt wagen. Er muss die Privatinsolvenz bei Gericht anmelden. Das ist eher so ein bisschen mulmiges Gefühl. Bisher war es immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, es ist noch nichts passiert, noch nichts Richtiges passiert. Es sind zwar Mahnbescheide reingekommen und das Ganze, aber man hat es doch ein bisschen weiter weggeschoben. Und ich glaube, es wird jetzt langsam ernster, die Lage wird ernster, als ich wahrscheinlich bisher gedacht habe. Lemke auf dem Weg zu seinem Anwalt. Hier will er den Antrag auf Insolvenz vorbereiten, den er bei Gericht stellen will. Ein komplexes Verfahren, das man mit einem Anwalt oder Schuldnerberater vorbereiten muss. Markus Bühler betreut ihn schon seit einigen Jahren.
Er hat mit allen Gläubigern Kontakt aufgenommen und ihnen Ratenzahlungen für einen Zeitraum von 6 Jahren angeboten. So hätten die Gläubiger einen Teil des Geldes zurückerhalten, das Lemke ihnen schuldet. Doch die sogenannte außergerichtliche Einigung ist gescheitert. Ja, Herr Lemke, Sie sind heute da, weil Sie den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei Gericht stellen wollen. Mhm. Haben mich gebeten, dass ich Ihnen da noch jetzt als letzten Schritt Hilfestellung gebe dazu. Denn wir haben ja jetzt bisher die außergerichtliche Schuldenbereinigung durchgeführt. Die ist beendet durch Scheitern. Das erzähle ich Ihnen gleich noch mal im Detail. Von den 6,8 Millionen überschuldeten Menschen in Deutschland haben rund 78.000 im Jahr 2016 ihre Insolvenz erklärt. In der Regel dauert diese dann 6 Jahre. In dieser Zeit haben die Schuldner einen Freibetrag, den sie von ihrem Einkommen behalten dürfen. Nur das Geld, das über dieser Pfändungsfreigrenze liegt, muss der Schuldner für die Gläubiger abdrücken. Und das richtet sich danach, wie viele Leute im Haushalt leben und von dem Geld versorgt werden müssen. Erst seit 1999 gibt es das Insolvenzverfahren für Privatpersonen. Für sie meist die einzige Möglichkeit auf einen Neustart ohne Schulden. Für die Gläubiger eine Art Enteignung, da sie ihre Ansprüche verlieren. Voraussetzung für eine Privatinsolvenz vor Gericht ist aber, dass eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern gescheitert ist. So wie bei Christian Lemke. Durch seine fehlgeschlagene Geschäftsidee sind auch Schulden bei Banken und Familienmitgliedern entstanden, die ihm Geld geliehen haben. Mit allen sollte eine Einigung erzielt werden. Dann würde ich vorschlagen, machen wir uns jetzt mal dran. Bei Ihnen war es so, dass wir von den 14 Gläubigern, die wir angeschrieben haben, da melden sich auch manche nicht. Wir haben auf jeden Fall 2, 4, 6, 8, 9 Ablehnungen tatsächlich. Eine hätte gereicht, 9 haben wir. Das heißt, das Verfahren im außergerichtlichen Bereich ist gescheitert. Und über dieses Scheitern von mir als Anwalt und Schuldnerberater bekommen Sie eine Bescheinigung von mir ausgefüllt. Das ist zwingend Voraussetzung, damit Sie den Antrag überhaupt erfolgreich stellen können. Okay. In der Regel scheitern diese Versuche einer außergerichtlichen Einigung. Den Gläubigern sind die Ratenzahlungen meist zu gering. Ich glaube, sein Hauptgläubiger hat eine Quote von 51 Euro angeboten bekommen. Also können Sie so in etwa sehen, in welchen Größenordnungen wir uns da beschäftigen. Er hat insgesamt eine Schuldensumme von guten 100.000 Euro gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 107.000. Und dann fallen so Quoten raus. Das hängt natürlich davon ab, wie viel pfändbare Masse ist denn da, wie viel Verteilungsmasse ist da. Durch Miete, Lebenshaltungskosten für die kleine Familie und Unterhalt für ein Kind aus erster Ehe bleibt am Ende des Monats bei Christian Lemke nichts mehr übrig. Es gibt heutzutage fast niemanden mehr, der kein Girokonto hat. Und dass da dann natürlich auch irgendwas drauf ist, weil es sich eben im Normalfall um ein Guthabenskonto oder ein sogenanntes Pfändungsschutzkonto handelt. Deshalb dürften Sie mir zum Stichtag heute in etwa sagen, was Sie da an Guthaben drauf haben. Und wenn es plus 5 Euro sind, muss ich 5 Euro eintragen. Ich wollte gerade sagen, also ich müsste gucken, aber das letzte Mal waren es, glaube ich, irgendwie 4,12 Euro oder sowas. Dann treiben wir mal 5 Euro rein, damit lügen wir nicht. Und es dürfte der Realität relativ nahe kommen. Ja? Informationen über die Kreditwürdigkeit einer Person werden bei der Schufa gespeichert. Dabei gibt der sogenannte Schufa-Score an, mit welcher Wahrscheinlichkeit zwischen 0% und 100% ein Kredit auch zurückgezahlt wird. Ich habe mehrere Schufa-Einträge mittlerweile. Und ich glaube, mein Schufa-Score liegt bei 5% von 100. Also von daher, ich werde mir kein Auto finanzieren können mehr im Moment. Selbst eine neue Wohnung ist ein Problem. Also wirklich, wenn man umzieht und die Vermieter die Schufa prüfen wollen, da wird es halt schwierig. Das Insolvenzverfahren vor Gericht ist sein letzter Ausweg. Hierbei wird ein Treuhänder bestimmt. Dieser versucht, das vorhandene Vermögen zu verwerten. Alles, was im Fall einer Zwangsvollstreckung pfändbar wäre, gehört zur Insolvenzmasse. In der Regel nichts. Es sei denn, Christian Lemke kommt in den nächsten 6 Jahren zu viel Geld. Man muss ja wissen, würde der Herr Lemke dieses Verfahren nicht machen, wäre er ja 30 Jahre vollstreckbar mit den Titeln, die gegen ihn in der Welt sind. Mit den vollstreckbaren Titeln, Urteile, Vollstreckungsbescheide oder was auch immer da ist. Und durch dieses Insolvenzverfahren und die dann angestrebte Restschuldbefreiung wird er frei und er kann dann, und dann sind die Titel für die Gläubiger wertlos. Nach 6 Jahren sind somit die Schulden von Christian Lemke verschwunden.
selbst dann, wenn er keinen Cent an seine Gläubiger zahlt. Dafür muss er aber bescheiden leben. Im Endeffekt sind so 6 Jahre für mich momentan nicht so richtig greifbar. Also man kann auch nicht wissen, wie es jetzt wirklich die nächsten Jahre auch weitergeht, beruflich oder auch familiär. 6 Jahre klingt viel, ist aber, denke ich mal, in der Gesamtsituation relativ überschaubar, wo man sagt, okay, ich nehme mich jetzt mal 6 Jahre zusammen und versuche damit wirklich auch mit dem Geld klarzukommen und danach geht es halt befreiter weiter. Für Christian Lemke noch ein weiter Weg, zumal auch seine Schufa-Einträge erst nach weiteren 3 Jahren gelöscht werden. In Leipzig ist Michael Lux auf dem Weg zu einer Zwangsräumung. Das heißt, der Mieter wird auf die Straße gesetzt, die Wohnung geht wieder auf den Eigentümer über, hier eine Immobiliengesellschaft. Ja, wie gesagt, bitte schön. Ich muss mal rein, wenigstens filmen für mich. Ne? Machen Sie sich jetzt mal nicht verrückt. Du müsstest bitte mal die Akten alle nehmen jetzt. Das geht auf die Muskeln, aber das ist egal. Wenn ein Bewohner 2 Monate seine Miete nicht gezahlt hat, kann es bereits zu einer Zwangsräumung kommen. Dann kann er seine Wertsachen mitnehmen, die Schlösser werden getauscht. In dieser Wohnung hat der Mieter nur noch seinen Müll zurückgelassen und bereits eine neue Wohnung bezogen. Lux muss den Fall für seine Akten mit der Handykamera dokumentieren. So. Und abschließend noch den Flur. Sie waren eine Lebensgemeinschaft, die haben sich getrennt. Das Kind lebte dann beim Vater. Aber das ist jetzt alles versorgt. Die Großeltern des Kindes nehmen das Kind auf und er hat sich selber eine eigene Unterkunft gesorgt und besorgt. Von Zwangsräumungen sind meist alleinstehende Männer betroffen. Wenn sie keine neue Wohnung finden, wie in diesem Fall, landen sie in der Obdachlosigkeit. Ob auch in Zukunft immer mehr Menschen davon bedroht sind und die Schulden in privaten Haushalten weiterhin steigen, ist noch nicht geklärt. Auch wenn es erste Anzeichen gibt. Die Mittelschicht, die bricht so ein bisschen weg. Den Eindruck habe ich schon, das ist meine subjektive Auffassung. Und ich meine, in die Glaskugel kann ich nicht sehen und kann auch nicht wahrsagen. Aber die Kluft zwischen Arm und Reich, die wird sicherlich größer. Was bei den älteren Menschen dazu kommt, wir haben mehr und mehr gebrochene Erwerbsbiografien. Und das bedeutet, dass zunehmend die Menschen keine hohe Rente haben und auf Grundsicherung ergänzend angewiesen sind. Und da kommt sicherlich noch mal eine richtige Lawine an Altersarmut auf uns zu. Es wird ja schon langsam diskutiert, aber wir sind erst am Anfang. Das fängt erst richtig an. Der Trend, dass immer mehr alte Menschen Schulden anhäufen, scheint sich weiterzuentwickeln. Hier muss man wirklich sagen, dass ich auch denke, dass sich das demografisch etwas verschieben wird. Also die, die mit der Altersarmut betroffen sind, werden natürlich auch eher in eine Überschuldung kommen. Aber man darf jetzt Armut nicht mit einer Verschuldung gleichsetzen. Ne? Also es gibt auch sehr viele Menschen, die haben wenig Geld, sind trotzdem keine Schuldner. Das ist also, und es gibt auch viele Menschen, die haben extrem hohes Einkommen und sind trotzdem Schuldner. Also ich kann auch mit 6.000 Euro Monatseinkommen Schuldner sein, wenn ich 8.000 ausgebe jeden Monat.